Ja, Elliot, du bist Nachhaltigkeitsforscherin, du bist ganz sicher Pionierin für kulturelle Nachhaltigkeit. Warum ist aus deiner Sicht Kultur für eine nachhaltige Entwicklung so wichtig? Auf diese sehr breite Frage hin lohnt es sich, auf den Ursprung von Kultur zurückzugehen. Kultur stammt ja aus dem Landbau und bedeutete in römischer Zeit dreierlei: einmal bearbeiten, also nutzen, dann pflegen und drittens ehren. Dass diese drei Dimensionen zusammengenommen sind Kultur. Die Industriemoderne, wie sie seit gut 200 Jahren dominant ist, hat sich komplett auf das Nutzen fokussiert, hat zu einer einseitigen Vorherrschaft des Nutzens geführt, des Brauchens, des Verbrauchens, des Vermarktens und dergleichen, sodass wir sagen können mit dem Philosophen Gernot Böhme, was wir derzeit haben, die nicht nachhaltige, dominante Gesellschaft ist eigentlich keine Kultur, sondern eine hochtechnisierte Zivilisation. Sie ist deswegen keine Kultur, weil die Balance zwischen Bearbeiten, Nutzen, so hat er das ausgedrückt, komplett fehlt. Eine Wendung zur Nachhaltigkeit würde bedeuten, dass wir die Dimension des Nutzens wieder stark machen und das Bearbeiten in eine Balance bringen mit Nutzen oder jedenfalls aufhören, die Welt zu vernutzen. Einige Akteure sprechen auch im Blick auf nachhaltiges Wirtschaften vom Pflegnutzen. Wir mögen pflegnutzende Wirtschafts- und Arbeitsweisen finden. Interessanter Begriff wird von den OJA-Akteuren um Johannes Heimrath sehr gerne verwendet. Also eine nachhaltige Gesellschaft handelt davon, überhaupt erst die hochtechnisierte derzeitige Zivilisation wieder in eine Kultur zu verwandeln, zu einer Kultur werden zu lassen. Und da ist aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, wenn ich sage uns, meine ich die Akteure im UND-Institut, zu denen ja auch Davide Brocchi zählt und Andreas Weber. Wir plädieren dafür, auch die dritte Dimension der von cultura oder dem Verb colere, nämlich des Ehren, auch neu zu erschließen für den Wandel hin zu sozial-ökologischer Transformation, zu Nachhaltigkeit. Dazu kann ich dann gerne noch mehr sagen, sobald es passt. Mich würde noch mal interessieren, im politischen und wirtschaftlichen Diskurs, wie wir ihn bisher vorfinden, da wird ja gerne betont, Nachhaltigkeit müsse sich irgendwie lohnen, müsse auch Gewinne abwerfen, damit es überhaupt durchsetzbar sei. Sind solche Vorstellungen von diesem Nachhaltigkeitsbegriff mit deinem vereinbar? Der Wandel, der jetzt ansteht, ist so umfassend und unsere Gesellschaften sind derartig komplex geworden, dass es nicht den einen gültigen Zugang geben kann, nicht die eine gültige Strategie, nicht die eine gültige Sichtweise. Ja? Für mein Empfinden sind Sichtweisen, wie du sie gerade skizziert hast, die betrachte ich als komplementär zu der Forschungsrichtung, wie Kulturschaffende sie in die Welt bringen. Ja? Und es käme darauf an, nicht ein Entweder-Oder zu kultivieren, entweder eure Sicht ist richtig oder unsere, sondern wertschätzend zu schauen, wie kann, sage ich jetzt mal, die kulturelle Dimension in irgendeiner Weise wertschöpfend ökonomische und soziologische Diskurse bereichern und umgekehrt. Ja? Nicht nur Diskurse, sondern auch konkrete Ansätze zur Transformation. Wo fängt man da eigentlich an? Also ich bin jetzt schon gleich ein bisschen erschlagen. Also wie findet ihr dann Zugriff zu? Der Ansatz leuchtet mir ein, aber wie kommt man jetzt, an wen muss man herantreten? Wie fängt man an? Vielleicht ein Beispiel, die Erdfest-Initiative.
deren Träger das UND-Institut ist seit 2018. Sie wurde vom Bundesamt für Naturschutz gefördert, ist eine einzige Einladung quer durch das gesellschaftliche Spektrum an Akteure aus der Wirtschaft, den Schulen, aus Kultureinrichtungen, aus der Landwirtschaft, auch Kunstschaffende. Alle sind eingeladen, in ihrem je eigenen Kontext herauszufinden, auf welche Weise kann ich an 3 Tagen im Jahr, wo wir das alle gemeinsam tun, den 3 Erdfesttagen, mit dazu beitragen, dass eine neue Art, eine neue Qualität der Weltbegegnung stattfindet. Dass wir also unsere Existenz auf und mit der lebendigen Erde, die wir das ganze Jahr über als selbstverständlich betrachten, anfangen mal tiefer wahrzunehmen. Und aus diesem tiefen Wahrnehmen heraus vielleicht anfangen zu staunen, was es bedeutet, lebendig zu sein, diese Lebendigkeit zu teilen mit allen anderen Menschen, mit allen, mit der gesamten nichtmenschlichen Welt, aus diesem Staunen heraus in ein Feiern auch zu kommen, in ein Zelebrieren zu kommen, um daraus Inspirationen zu beziehen für einen anderen, einen partnerschaftlichen Umgang mit der sogenannten Natur. Und der Hintergrund dessen ist, wenn ich etwas zelebriere, nämlich die lebendige Mitwelt, ist dieses Zelebrierte kein Ding mehr, sondern es wird ein Gegenüber. Es ist kein Gegenstand mehr oder ein Gegenüber. Ja? Und das ist so die tiefen Dimension dessen, was jetzt vom Bewusstsein her dran ist, dass wir einen Wandel vollziehen in der Art, in der Qualität der Weltbegegnung. Welt nicht mehr als Objekt, als Ding, als Ressource, als Produkt betrachten, sondern Welt als ein Gegenüber wahrnehmen. Also mit Martin Buber gesprochen, dem jüdischen Philosophen, wäre das der Wandel von einer Weltwahrnehmung, die Welt als Es, hin zu die Welt als ein Du wahrnehmen. Und wenn wir das bewerkstelligen würden, mit Hartmut Rosa gesprochen, dem Soziologen, dann würden wir Wirtschaftsformen und Sozialformen erzeugen, die nicht mehr davon handeln, über die Welt zu verfügen, ob das jetzt im Sozialen ist oder im sogenannten Ökologischen, sondern wir würden Lebens- und Wirtschaftsweisen kreieren, die auf Beziehungsdynamiken beruhen. Ja? Wir würden also eine Welt, die zu einem Ding geronnen ist, aufgrund dieses vernutzenden Zugangs, eine Welt, die verstummt ist, wir würden ihr erlauben, neu sich zum Ausdruck zu bringen, neu zu kommunizieren mit uns. Und das geht nur, wenn wir als Menschen die Art unseres Wahrnehmens ein bisschen modifizieren, wenn wir nämlich aus den Automatismen unseres Wahrnehmens heraustreten. Die Erdfestinitiative ist eine einzige große Einladung. Ein Beispiel dafür, ein Baum vorm Fenster. Ihr habt jetzt hier gerade keinen, aber auf der Tapete sehe ich große Bäume. Ich kann jedweden Baum oder auch ein Feld oder was auch immer in der lebendigen Mitwelt als ein Ding betrachten und kann mich fragen, was bringt mir dieser Baum ein, wenn ich ihn verkaufe oder zu Brennholz mache. Oder ich kann ein und denselben Baum mit anderen Augen betrachten, indem ich den Baum frage, sage ich jetzt mal, was erfahre ich von dir? Das ist eine ganz simple Praxis, die mit erstaunlichen Ergebnissen aufwarten kann. Wenn wir nur mal innehalten und wie Hartmut Rosa es ausdrückt, vom Modus des Verfügens in den Modus des Vernehmens überwechseln,
dann fängt die gesamte Welt an zu sprechen. Und wir realisieren, dass die Welt die ganze Zeit gesprochen hat. Auch während der letzten 100, 500 Jahre, wo wir dachten, die Welt sei eine Maschine. Sie ist nie eine Maschine gewesen. Sie hat immer gesprochen. Nur wir hatten keine Ohren dafür und keine Augen. Und jetzt mit dieser Krise, die so ganz elementar wird, als Klimakrise, als Ressourcenkrise, fangen wir an, so langsam aus unseren Betäubungen zu erwachen. Meine ehemalige Lehrerin Shelley Sachs, sie war Schülerin bei Joseph Beuys, hat eine wundervolle Neudefinition von Ästhetik vorgeschlagen bei einem UN-Gipfel für Kultur und Entwicklung in Stockholm, war das irgendwann in den späten 90ern, wo sie vorschlug, Ästhetik neu zu denken, nicht mehr als, das, als schöner Stil oder Geschmack, sondern als Gegenteil von Anästhesie. Als Gegenteil dieser Taubheit und Dumpfheit, mit der wir durch die Welt gehen und durch die wir die Welt zu verdinglichen und zum Verstummen bringen. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt den Bogen nach vorne schlagen und wieder in die Soziologie hinein, ein Vordenker des Anthropozän-Diskurses, Bruno Latour, hat in dem Zusammenhang auch einen ganz spannenden Vorschlag unterbreitet. Er hat letztes Jahr das Terrestrische Manifest vorgelegt, wo er erklärt, der Klimawandel zeige uns, dass die Erde selbst kein Ding mehr sei. Sie ist nicht mehr etwas, was wir handhaben können und was unserem Handhaben folgt und sich unterwirft, sondern sie sei definitiv zu einer Wirkkraft geworden. Und er spricht auch von einer Wirkmacht. Sie sei ein Akteur geworden, der begonnen hat zu reagieren auf das Verhalten der Menschen. Und bei dem Klimagipfel in Paris 2015 habe die Staatengemeinschaft erstmals realisiert, dass es einen neuen politischen Akteur gebe. Latour nennt es das neue Klimaregime. Ein politischer Akteur, wenn auch kein staatlicher, ein Akteur, mit dem die Staatschefs sich irgendwie zu arrangieren haben. Ja. Und das ist auch ein Aspekt dieser neuen, wie soll ich mal sagen, Kultur der Nachhaltigkeit, wo wir eine Weltwahrnehmung kultivieren, bei der die Welt wieder zu einem lebendigen Gegenüber wird, mit dem wir auf lebensdienliche Weise in Beziehung treten. Du beschreibst den dominierenden Modus der Moderne als eine Weltwahrnehmung, wo man die Welt als Objekt, als Ding wahrnimmt. Und jetzt sagst du auch, wieder etwas erlernen. Ist das etwas, wenn man jetzt historisch da drauf schaut, womit hat das alles angefangen? Gibt es da etwas, auf das man zurückgreifen kann? Oder ist es eine Kulturtechnik, eine Kulturpraxis, die wir alle jetzt ganz neu erlernen müssen und das ist historisch etwas einmalig Neues? Spannende Frage. Das historisch einmalig Neue ist, dass jetzt ein verlebendigendes Weltwahrnehmen nur stattfinden kann und stattfinden wird, wenn es bewusst gewollt ist und wo es bewusst gewollt ist. Zu früheren Zeiten, in früheren Phasen der Menschheitsentwicklung gab es keine Trennung zwischen Ding und Sein. Da war es gab auch keinen Alltag. Alles war von einem einzigen großen gemeinsamen magischen Sinn durchdrungen und war Ausdruck dieses Sinns auf seine je eigene Weise. Das haben wir durchbrochen in der Geschichte der Moderne. Wir sind nicht mehr in dieser menschheitskindlichen Phase des großen gesamten Einen, das kein Außen hat. Das ist vorbei. Ja? Wir sind mit der Dominanz des Denkens, würde ich mal sagen, haben wir unsere Freiheit, die uns ja als Dimension gegeben ist in unserem Menschsein, ergriffen, verwirklicht, bis dahin, wo wir jetzt angelangt sind. Und wenn nun die lebendige Mitwelt oder das lebendige Sein wieder irgendwie wahrnehmbar werden soll, wieder präsent werden soll, kann das nur durch eine
entsprechende Bewusstheit seitens uns Menschen geschehen. Mhm. Ja. Und ohne diese Bewusstheit, das ist spannend, ja, wir alle haben es in der Hand, ob wir diese Art von Bewusstheit in die Welt bringen oder nicht. Wenn wir weiter in dieser Betäubung bleiben, dieser Anästhesie, ist die Welt dazu verurteilt, unverwandelt zu bleiben. Ja, und das ist im Grunde genommen was sehr Spannendes. Und dazu brauche ich kein eigenes Projekt oder keine Initiative. Das kann ich in jedem Augenblick, an jedem Ort versuchen zu finden und zu praktizieren. Diese derzeit dominierende Kultur, die sich historisch herausgebildet hat, die ist ja nicht auf allen Orten der Welt gleichzeitig entstanden, sondern es wurden ja auch andere Kulturen mit dieser Weltsicht kolonialisiert sozusagen. Ist das ein Punkt, wo wir auch von anderen Kulturen lernen können jetzt? Oder ist das alles schon verschütt gegangen? Wie ist da die Perspektive noch? Wahrscheinlich beides, ja. Es ist grausig viel vernichtet worden und zugleich gilt es jetzt tatsächlich zu lernen, zu erkennen, dass wir Lernende sind. Dass wir Lernende sind von anderen Kulturen und auch wir sind Lernende von der lebendigen Mitwelt. Wenn ich mich zum Beispiel mal mit Erde, guter Ackererde, auseinandersetze, merke ich, dass ich von Erde ganz viel lernen kann. Sokrates hat in einem der Platon-Dialoge erklärt, Felder und Bäume wollen mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt. Sehr interessant. Das ist geschehen zu einem Zeitpunkt, wo das Denken anfing, dominant zu werden in der abendländischen Kultur. Die vorausgehenden Kulturen wussten genau, dass Felder einem natürlich was lehren und Bäume auch und jeder Fluss, jeder Bach lehrt etwas. Aber das haben wir irgendwann vergessen, weil wir uns ganz auf das Denken, also das Denken ist ja was Wunderbares, ein Segen sondergleichen und auch ein Fluch, weil das Denken mit dazu beiträgt, unser Sein zu vergessen und die Verbindung zum Sein zu verlieren. Und wenn wir die Verbindung zum Sein verloren haben, haben wir sie auch zur Natur verloren. Das ist nämlich, was wir mit der Natur teilen, das Sein. Der wunderbare Theologe und Biologe Günther Altner hat in den 80ern ein Buch geschrieben, Naturvergessenheit. Heute wissen wir, dass Naturvergessenheit gleichbedeutend ist mit Seinsvergessenheit. Ja? Und das Sein ist die Brücke zwischen uns Menschen und der anders als menschlichen Welt. Das eigene Sein zu spüren, ist gleichbedeutend mit das Sein der Welt spüren. Mein Kollege Andreas Weber hat unlängst ein Buch vorgelegt, Sein und Teilen. Ja, das Sein teilen wir mit allen Lebewesen und gleichzeitig bedeutet Sein teilen. Ja, also die Dimension des Seins neu zu spüren, neu zu integrieren, aus der Anästhesie herauszugehen, mein in der Welt sein, entautomatisieren, Präsenz finden, gewärtig werden. Das ist eine transformative Strategie vom Feinsten auf sehr subtile und gleichzeitig sehr konkreter Ebene. Bevor wir da weiter reingehen, interessiert mich nochmal die Frage nach der Rolle der Kunst. Weil der Kulturbegriff, den du jetzt aufgemacht hast, der ging ja sehr weit. Ihr zitiert aber auf eurer Website, und du hast es öfter auch angesprochen, Joseph Beuys mit das Atelier ist zwischen den Menschen. Das hat mir sehr gut gefallen, das kannte ich noch nicht. Das Atelier ist zwischen den Menschen. Welche Vorstellung von der Rolle der Kunst in der Gesellschaft kommt für sich darin zum Ausdruck? Schön, danke für diese einmal mehr tolle Frage. Ja. Das bedeutet ganz konkret, Kunst heute kann nicht mehr als Objekt gedacht werden. Beuys hat ja die Idee der sozialen Plastik vorgeschlagen. Da und in dem Zusammenhang dieser Gedanke, das Atelier ist zwischen den Menschen. Das, was heute gebraucht wird an Gestaltungsvermögen und Gestaltungsdynamik und Gestaltungsqualität, entsteht als Beziehungsgeschehen zwischen Menschen. Ja? Und das
Dafür ist so jemand wie Beuys ein Pionier gewesen. Er gehört ja zu den international renommiertesten Künstlern der deutschen Nachkriegsmoderne, war Mitbegründer der Partei Die Grünen, Pionier der Ökologiebewegung. Wir begehen in 2 Jahren seinen 100. Geburtstag. Er ist nach wie vor ein Inspirator, wenn es darum geht, das kreative Wir zu erforschen. Ja? Also dieses neue Subjekt transformativen Arbeitens, diesem neuen Urheber transformativen Arbeitens. Wir haben ja gerade auch in der Kunst der Moderne ganz besonders nur das Individuum, den individuellen Künstler als Autor und als Urheber gesehen und anerkannt. Ja? Und solange wir das weiter tun, wird die Kunst jetzt im Horizont der großen Transformation eher Teil des Problems bleiben als Teil der Lösung. Ja? Denn Tatsache ist, wie wir alle wissen, dass der real existierende Kunstbetrieb, nicht zu reden vom Kunstmarkt, komplett durchökonomisiert ist. Komplett. Mhm. Während es gleichzeitig fantastische Künstler und Künstlerinnen gegeben hat und gibt, von denen wir ganz viel lernen können. Wir haben in diesem Jahr auch das 100. Jubiläum des Bauhauses. Und wenn wir da mal hinschauen, was die Kunst der sogenannten klassischen Moderne mit Protagonisten wie Kandinsky, Klee, Malevich, was damals, ja, nicht zuletzt am Bauhaus, an Erkenntnissen gewonnen wurde, an Experimenten unternommen wurde, an Fragen gestellt wurde, auch was da an Irrtümern begangen wurde, das ist ein unglaublich reiches kulturelles Erbe, was jetzt noch darauf wartet, fruchtbar gemacht zu werden für die große Transformation. Und dann natürlich dieser Beuys'sche Impuls, der für mein Empfinden der zweite große Entwicklungsschritt der Kunst der Moderne gewesen ist, nach der historischen Avantgarde zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Genau, also das führt uns, was du gerade ausgeführt hast, glaube ich, zu diesem Begriff des kreativen Wir, den möchte ich nochmal besser verstehen. Und ihr zitiert auf eurer Website Otto Scharmer, und es brauche für eine große Transformation, brauche es soziale Felder des Wandels. Mhm. Was findet auf diesen sozialen Feldern des Wandels statt? Was wird da beackert? Ja, tatsächlich gibt es auf diesem großen Acker des sozialen Wandels eine ganze Reihe von Forschenden, die versuchen, neue Grundmuster des Handelns herauszufinden, die helfen können, die Transformation voranzubringen. Otto Scharmer ist einer von ihnen mit der Theorie U. Die Emergenzforschung versucht herauszufinden, was Gruppen und Organisationen brauchen, um sich mit einer Wissensquelle zu verbinden, die mehr ist als die Summe der Teile, wodurch neue Paradigmen entstehen könnten. Oder auch in der Organisationsentwicklung so jemand wie Frédéric Laloux mit seinem Ansatz einer integralen Organisationskultur, einer evolutionären Organisationskultur. Und ein Kontinuum, was all diese Ansätze miteinander verbindet, ist etwas, was man nennen könnte mit einem Bild, der Kreis mit offener Mitte. Das heißt, Menschen finden sich zusammen, die irgendein Anliegen teilen. Ob das jetzt ein Anliegen ist innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Region, innerhalb einer Schule, innerhalb eines politischen, gesellschaftspolitischen Feldes. Und nun kommen sie zusammen, nicht etwa um ein fertiges Konzept herum, nicht etwa um ein politisches Programm herum, nicht um einen Guru herum, um irgendeinen Chef oder Visionär, sondern sie kommen um geteilte Fragen herum zusammen. Und zwar in einer Geisteshaltung, die, wie soll ich mal sagen, die eher fragend ist und zuhörend, der es darum geht, irgendwie Bewusstheit zu erringen gemeinsam.
In der Mitte dieser Kreise ist das Anliegen. Und wenn eine solche geistige Disposition Raum findet, kann tatsächlich aus einer solchen Konstellation heraus etwas in Erscheinung treten, anderes Wort, etwas emergieren, was keiner dieser Akteure selber hätte entwickeln können. Ja? Und das ist das Atelier zwischen den Menschen. Wir alle machen gerade in unserer Gegenwart wahrscheinlich verstärkt die Erfahrung, dass wirklich, wirklich Ideen heute nicht mehr so sehr im eigenen Hirnkasten erblühen, sondern sie erblühen dort, wo es Räume gibt, einander zuzuhören, Offenheit aushalten, Nichtwissen aushalten, auch mal innehalten. Ja? Und diese neue Organisationsform, könnten wir sagen, ist selbstreflexiv, sie ist sinnorientiert, sie ist selbstorganisiert und sie bildet sich um eine gemeinsame Frage oder ein gemeinsames Anliegen herum. Das ist eine spannende Figur, die es so nicht gegeben hat im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert wurden wir alle zu Einzelkämpfern gemacht und auch jetzt noch in der Wettbewerbswirtschaft ist das nach wie vor der Alltag der allermeisten. Oder im Sozialismus wurden wir kollektiviert, wo dann alle einem Kader folgen mussten und einem Fünfjahresplan, fertigen Konzepten. Beides ist altes Denken. Und heute diese Zellen, ja, ich denke sie mir manchmal als evolutionäre Zellen, diese Form des Miteinander Befragens, Reflektierens und Gestaltens, da ist ganz viel Musik drin. Und wenn es immer mehr solche Kreise gibt mit offener Mitte, dann kann ein neues Gewebe, ein neues Beziehungsgewebe für eine verlebendigende Lebens- und Wirtschaftsweise entstehen. Beispiele gibt es zum Glück genügend. Zum Beispiel eines würde ich sagen, sind die neuen Genossenschaften, die jetzt entstehen. Ich bin selber Teil einer Wohnungsbaugenossenschaft in Berlin, dem Möckernkiez, ja, wo wir ringen. Wir sind eine riesige Genossenschaft und ringen gleichzeitig, haben von Anfang an gerungen, vom einen Schritt zum nächsten zu finden, jenseits existierender Pläne und Modelle. Oder auch die solidarischen Landwirtschaften sind ein Beispiel, wo Menschen sich um das Anliegen versammeln, bäuerliche Landwirtschaft lebendig zu halten und qualitätsvolle Lebensmittel zu erzeugen. Oder auch die Solidargemeinschaften, wie sie jetzt auf dem Feld der Sozialversicherungen entstehen, weil ja die traditionellen Versicherungsformen, die alle auf Nationalstaatlichkeit und lebenslanger Einkommenstätigkeit basieren, das greift ja für die meisten von uns nicht mehr. Und dank des Internets dank digitaler Plattformen gibt es jetzt sowas wie Peer-to-Peer-Versicherungen und andere Formen neuer Sozialität und neuer Sozialgemeinschaften, die auf bewusstem Entscheiden und auf diesem Unbewusstheit ringenden kreativen Wir beruhen. Wenn ich dir zuhöre, dann höre ich da ganz viel Optimismus raus, dass diese Formen, wo ich sagen würde, die noch in so einer Nische oft stecken, die noch oft sehr klein sind, größer werden, eine weitere Verbreitung finden. Du sagst aber auch, der Alltag der meisten Menschen sieht noch anders aus. Also für viele Leute ist das, glaube ich, auch was völlig Neues, was die noch so gar nicht so empfinden. Wie kann denn dieses Modell zum Mainstream sozusagen werden? Wie kann das weiter kultiviert werden? Das wird, also sofern da wirklich tatsächlich eine Lebendigkeit drinsteckt, wird das geschehen, ja? Indem immer mehr Menschen anfangen, mit solchen Handlungs- und Gestaltungsdynamiken sich zu beschäftigen, das selber auszuprobieren. Warum ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es immer mehr Menschen tun werden? Weil die derzeit real existierenden Mainstream-Systeme zusehends dysfunktional werden. Und das spüren heute also fast alle, egal auf welchem Arbeitsgebiet. Davon abgesehen möchte ich nicht hier jetzt behaupten, dass tatsächlich dieser Paradigmenwechsel
auf jeden Fall stattfinden wird. Ich halte es an der Stelle mit Jakob von Uexküll. Ja, Jakob von Uexküll. Der, es gibt ja mehrere Uexkülls, die sind auch mit Gründer des alternativen Nobelpreises. Mhm. Der hat mal gesagt, er sei weder Pessimist noch Optimist, sondern er sei Possibilist. Ja, ja, und deswegen ist es in jedem Fall produktiv, den Blick zu schärfen und wach zu halten für Möglichkeiten, die da sind, für Potenziale, die da sind. Indem, stellen wir uns vor, es gäbe Möglichkeiten und Potenziale, aber niemand würde sie wahrnehmen. Das Wahrnehmen von Möglichkeitsräumen ist schon ein produktives Mitwirken daran, dass sie sich erweitern und dass sie zu Wirklichkeiten werden. Jetzt könnte man dem entgegnen, die Zeit ist extrem knapp. Ja. Deswegen gibt es ja auch so Gruppen wie das Extinction Rebellion diese Woche, die ganz stark auch eine Veränderung von oben einfordern, eine Veränderung von Politik, eine Veränderung, die eben nicht von den Menschen kommt, sondern von unten, die nicht aus den Nischen kommt, sondern im Grunde so auch ein bisschen was Verordnetes hat. Wie gehst du mit diesem Faktor Zeit um? Weil ich glaube, den Prozess, den du beschreibst, ist ein kultureller Wandel, ein sozialer Wandel, der absolut möglich ist in einem gewissen Möglichkeitsraum, der aber keine Garantie beinhaltet oder vielleicht auch nicht besonders schnell passieren wird. Vielleicht. Und vielleicht ist es auch anders. Bedenken wir mal vor 2 Jahren. Wer hätte sowas wie Extinction Rebellion für Möglichkeiten vor 2 Jahren? Wer hätte die Fridays for Future Bewegung für Möglichkeiten? Wer hätte das sowas wie das Volksbegehren für Artenvielfalt für Möglichkeiten? Das heißt, in komplexen Systemen, die immer instabiler werden, wie unsere derzeitige Zivilisation, gibt es Dynamiken diesseits und jenseits des logisch-kausalen. Ja, das ist einfach so. Dass heute so jemand wie das Mädchen Greta, also es gibt heute Impulse, die fallen wie ein Stein ins Wasser, so vertikal, und ziehen dann Kreise. Ja? Während wir in einer mentalen Weltwahrnehmung immer noch so ein bisschen auf der linearen Zeitachse logisch-kausal nach Orientierung suchen. Ja? Und ich habe die größte Hochachtung vor all denen wie Extinction Rebellion, wenn wir die jetzt mal gerade aus aktuellem Anlass betrachten, fantastisch, fantastisch, wunderbar, ja, ja. Und wir werden den großen Wandel nur mit einer Vielfalt von Strategien und Ansätzen bewerkstelligen können. Was wir vom Kulturschöpferischen, also jetzt meine Wenigkeit und meine Menschen, die unterwegs sind auf dem kulturellen Feld, wir können dieses grandiose politische Engagement von glücklicherweise immer mehr Menschen eigentlich nähren. Zum Beispiel durch die Idee des Zelebrierens von Lebendigkeit, des Zelebrieren des Seins, um einfach auch dadurch mitzuhelfen, dass der nötige lange Atem auch bewahrt bleibt, die nötige Resilienz gewahrt bleibt, um den Kampf weiter mit ganzer Kraft voranzutragen. Ich will noch eine letzte Frage stellen. Nochmal vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, so auf die Perspektive des Einzelnen. Was kann man tun? Wo kann man sich hinwenden aus deiner Sicht? Wie kann man sich selbst persönlich auf diesen Weg machen? Schöne Frage. Auch wieder logisch. Komplexe Systeme sind nicht etwa unlogisch, sondern alogisch. Ja? Können wir sagen, jeder Ort ist der beste, um sich auf den Weg zu machen. Und an jedem Ort sind wir auch schon da. Ich kann zum Beispiel, das ist das Allerelementarste,
jetzt gerade da, wo ich bin, aufmerken, aufhorchen, spüren, sehen, hören, das Sein spüren und gucken, was sich daraus ergibt, welche Intuition daraus entsteht. Das ist was ganz Basales, Elementares. Und jeder Ansatzpunkt dann im praktischen Tun kann der richtige sein. Jeder kann der richtige sein. Und nur in größtmöglicher Vielfalt, wertschätzender Vielfalt und nur indem wir uns selber gut pflegen, bei uns bleiben, im Sein bleiben, spüren, die Lebendigkeit spüren, die wir mit allen teilen, werden wir in uns die Kraft aufrechterhalten, die wir brauchen für das, was jetzt bevorsteht. Denn das ist kein Spaziergang, auf dem wir uns befinden.